Einen wunderschönen Tag euch allen und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite-Video auf meinem Kanal. Die Season 5 hat endlich begonnen. Heute werde ich euch ein Gameplay zeigen, in dem ich gewonnen habe. Direkt ganz frisch, als ich glaube, das zweite oder dritte Spiel gemacht habe im Solo-Modus. Dann werde ich euch zeigen, was alles im Battle Pass verfügbar ist, was alles für Skins gibt, Emotes, alles mögliche halt von 1 bis Level 100. Dann zeige ich euch die Challenges natürlich, die man dann jede Woche machen muss. Diese Woche halt nur die erste Woche. Und natürlich auch das Fortnite-Intro, was ihr im Hintergrund dann sehen werdet. So hat die Season 5 begonnen. Ich bin gespannt auf eure Reaktion. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich finde die Season auf jeden Fall jetzt schon mal, kann ich sagen, von der Map-Änderung sehr, sehr heftig. Es sind viele neue Städte dazugekommen, viele neue Locations, viele neue Gegenstände dazugekommen, Golfautos. Ich will nicht zu viel verraten. Schaut es euch einfach an und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und bevor ich es vergesse und mich verabschiede mit diesem Video, will ich euch noch ein bisschen hier ein Commentary da lassen. Ihr könnt es ja im Hintergrund sehen hier, diesen neuen Emote. Ihr könnt es ja selber sehen, und was ganz neu ist, ihr könnt mit euren Freunden irgendwelche Spiele machen, das heißt Golf spielen. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, was alles am Start ist, aber ihr könnt es ja schon sehen bei Level 59 beispielsweise, dass da so ein Golfball ist. Auf den Caddies könnt ihr bis zu 4 Leuten rumfahren, und wenn ihr euch bei Fortnite bzw. bei Epic Games auf der Seite mal die ganzen Patch Notes anguckt, also das Update, was alles beschrieben ist, was verändert worden ist, was für Bugs behoben worden sind, dann könnt ihr auch lesen, dass bei den Caddies ihr zu viert fahren könnt natürlich. Und ihr könnt das Dach als so wie Jumppad oder so benutzen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Bei dem Level 100 Skin kann man es ja ganz genau sehen, also da braucht ihr jetzt nicht mehr, keine Ahnung, Level 60 oder 65, um den Skin freizuschalten, sondern einfach nur noch Erfahrungspunkte. Und damit würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit der Season 5, wir sehen uns auf jeden Fall noch, und ja, bis zum nächsten Video, haut rein und Peace.
Even get some cross.